Also wir haben ja sehr eng hier mit St. Pauli zusammengearbeitet, waren eigentlich jederzeit im Blick und im Bilde, inwieweit St. Pauli gegen die einstweilige Verfügung der Hamburger Polizei vorgeht. Es ist ja noch keine Rechtskraft entstanden, also hier wird weiter im Klageverfahren dann das ordentliche Urteil weiter vollzogen. St. Pauli wird hier also weiter den Klageweg bestreiten. Es ist das güterdemokratische Recht, hier zu demonstrieren und gegen diese pauschalisierte Kriminalisierung eben zu demonstrieren. Und wir erwarten hier natürlich eine friedliche Demonstration. Herr Hoffmann, nun hat es ja aber in den letzten 20 Jahren beinahe immer wieder schwerwiegende Vorfälle eigentlich gegeben. Was hätten Sie denn für geeignete Maßnahmen gehalten, um hier ein Vorfeld zu deeskalieren? Also wir dürfen die Augen nicht verschließen vor den entsprechenden Vorkommnissen der Vergangenheit. Also da sind wir nicht blauäugig, es ist letztendlich ein riskantes Spiel, ein Hochsicherheitsspiel, wie einige oder viele auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und deshalb hätte man, glaube ich, noch enger zusammenrücken müssen, um letztendlich Gewalttäter oder die es darauf anlegen, da noch wirklich auszugrenzen. Wir hatten mit St. Pauli zusammen entsprechende Vorschläge gemacht gegenüber der Hamburger Polizei, aber die Verfügung war natürlich schon entsprechend erlassen und ein Zurück gab es für die Hamburger Polizei nicht. Da wäre eben möglich gewesen, alle, die entsprechend bisher aufgefallen waren, durch Hausverbot, Stadionverbot, Strafanzeige etc., natürlich keine Eintrittskarten dann erwerben zu lassen durch personifizierten Verkauf. Was wir auch für falsch halten, ist, nach der Gewalttäter-Sportdatei zu verfahren. Wenn letztendlich die Polizei auch dem Richter in Hamburg nicht klar erläutern kann, wer dann letztendlich überhaupt in der Tat drin ist, warum man reinkommt, wie man rauskommt und ob das dann letztendlich auch wirklich Straftäter und Gewalttäter sind. Deshalb denke ich, wäre der geeignetere Weg gewesen, wirklich diejenigen, die bekannt sind, hier auszugrenzen. Aber leider gab es dazu keine Einigung. Wenn Sie da jetzt schon so konstruktiv im Gespräch sind mit St. Pauli, gibt es da Überlegungen, in Zukunft gemeinsame Aktionen gegen Gewalt zu starten? Es muss ja nicht immer erst dann was Gemeinsames passieren, wenn dieses Spiel ansteht. Man könnte ja auch mal drüber nachdenken, ob man vielleicht ein Zeichen setzt, nicht im unmittelbaren Umfeld dieser Begegnungen. Da haben Sie recht. Wir waren ja letztes Jahr auch hier in Kiez bei der Aktion Laut gegen Nazis, da war auch der Vorstand vertreten etc. Also wir versuchen schon, hier auch zu sensibilisieren und auch andere Wege zu gehen. Werden Sie bei den Fans heute weiter eng dranbleiben und auch schauen, dass da nichts eskaliert oder werden Sie sich auch irgendwann hier verabschieden? Ja, natürlich. Also wir wollen hier schon dabei sein, um beispielsweise auch zu bekunden, dass wir gegen diese pauschale Kriminalisierung sind bei der friedlichen Kundgebung und zusammen mit dem DFB, der letztendlich auch hier ist. Und werden dann letztendlich auch die Aktion begleiten. Dankeschön.